Wir sind wieder auf Sendung. Liebe Zuschauer, wir haben Samstag, den 29.10.2022. Und da gönnt man sich ja sonst nichts, kann man also auch gut in die Samstalk-Sendung kommen oder den Verantwortungstalk, wie wir das jeden Samstag machen. Zum inhaltlichen und technischen Rahmen muss ich nicht viel sagen. Ihr findet im Forum www.freie-argumente-kultur.de findet ihr unter anderem auch einen Thread, wo es um die Samstalks oder Verantwortungstalks geht. Ja. Und technisch ganz kurz, wenn jemand Wechselwunsch geäußert hat oder es piep, 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 piep gemacht hat, hat man jeweils noch 20 Sekunden Zeit, um seinen Gedanken abzurunden. Wenn dann das Wort Ende kommt, bedeutet das absolutes Ende. Dann darf man nicht mehr weitersprechen, weil man hat ja 20 Sekunden gehabt und wir können ja nicht nochmal 20 und nochmal 20 Sekunden. Also entweder piep, piep, piep oder Wechselwunsch, danach nur noch 20 Sekunden abrunden und dann Ende. Ja, der gute Dylan hat den Zeitraum ein kleines bisschen verringert gegenüber den letzten Malen, sonst waren es 30 Sekunden. Genau, weil das manchmal zu lang war. Und wir haben Aber. jetzt, beim letzten Mal hatten wir auch schon nur 20 Sekunden. Das funktionierte ganz gut. Und wir haben jetzt eben die Situation, dass der Yannick die 5 hat, Wechsel 5, und Henning Wechsel 6. Ja, Ja, dann gut, können wir also loslegen. ich bin ja immer froh drum, wenn wir hier so eine Experimentalwerkstatt machen und der Dylan bringt ja immer ganz nette Ideen mit ein, also bin ich der Ansicht, können wir das mal immer so ausprobieren. Wir machen ja dann unsere Erfahrungen, ihr, liebe Zuschauer, könnt ja auch immer mit teilnehmen und könnt das alles so weiterentwickeln, dass es sich immer mehr perfektioniert. Es sei noch gesagt, für die, die ganz neu sind, eben die Überschrift über allem ist bei den Samstalks: Wir tauchen auf aus dem Strom des Lebens und stellen die große Verantwortungsfrage. Ist das Leben, was wir leben, eigentlich verantwortlich? Okay, dann würde ich sagen, gebe ich mal für den ersten inhaltlichen Beitrag auch an den Dillen weiter. Ja, dann können wir loslegen. Beim letzten Mal war ja eigentlich schön zu sehen für mich, dass Yannick ja auch gesagt hat, ja, wir müssen an den vorteilbringenden Irrtümern der Menschen arbeiten, wir müssen diese Bildungsarbeit machen und müssen versuchen, dass sie diese einzige Psychologie, die noch übrig geblieben ist, die Psychobiologie, Evolutionspsychologie, dass die Leute verstehen, aha, die verschiedenen Sparten der Gesellschaft haben uns mit Irrtümern gefüttert und wir müssen diese Irrtümer versuchen zu durchschauen und sie aufzugeben, weil nämlich diese Irrtümer alle immer bedeuten, dass wir gegen die anderen Menschen handeln, solange wir diese Irrtümer noch glauben. Ja? Jetzt ist es natürlich aber so, dass man sich klar sein muss, wir versuchen mit der Bildungsarbeit, die Yannick ja angesprochen hatte beim letzten Mal, quasi einzelne Irrtümer aufzudecken, während der Kapitalismus in der gleichen Zeit diese Irrtümer millionenmal wiederholt und stärkt und bestätigt und so dass wir also quasi so ein bisschen natürlich wie Sisyphos gegen den Strom anarbeiten. Den Strom der vorteilbringende Irrtümer Multiplikation durch den Kapitalismus. Und deswegen neige ich ja jetzt dazu, dass ich sage, wir brauchen die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination auch deshalb, weil die uns diese Bildungsarbeit und Aufklärungsarbeit ja so großenteils abnimmt. Wenn die Irrtümer in der GWÖ-GWO-Kombi zu Verlusten führen, zu finanziellen Verlusten führen, dann werden diese Irrtümer sehr schnell und bereitwillig aufgegeben und durch Wahrheiten ersetzt. Und dann haben wir eine Gesellschaft der Wahrheit,
die frei ist von vorteilbringenden Irrtümern. Und ja, ich glaube halt, dass wir wirklich die GWÖ-GWO-Kombi deswegen brauchen, weil wir da viel schneller bei der beim Abbau der vorteilbringenden Irrtümer wären, als irgendwie anders in der Einzelerziehungsarbeit oder Bildungsarbeit, ja. Abgesehen davon, dass ich selbst im Moment, ja, ihr wisst es ja, ich habe ja im Moment keine Hoffnung mehr, dass die Menschheit überhaupt noch was packt, ne? So viel erst einmal, ja. Ja, wo irre ich mich, wenn ich sage, dass ich mit der GWÖ-GWO-Kombi die beschleunigte Form des Auflösens der vorteilbringenden Irrtümer sehe? Wechsel! Ja, Wechsel 5. Ja. Also, wenn es über die Gemeinwohlökonomie GWO-GWÖ-Kombi laufen soll, dann bedarf es ja eines Menschen, einer Partei, die auch diese Bildungsarbeit machen muss, damit die Leute diesem Systemwechsel überhaupt zustimmen. Und Wechsel, ich weiß halt Wunsch. Nicht. Ja, genau. Und ich bringe kurz zu Ende. Und ich weiß halt nicht, ob das realistisch umsetzbar ist. Ja, Wechsel. Wechsel 4. Ja, Janik, da kann ich dir leider überhaupt nicht widersprechen. Also ich fürchte, du hast recht. Wir werden die GWÖ-GWO-Kombi nicht durchkriegen, weil das würde ja schon wieder erfordern, dass die Wählerinnen und die Politiker gemeinsam schon dieses ganze Spiel des Kapitalismus mit all seinen vorteilbringenden Irrtümern durchschauen. Und genau das schaffen sie nicht, weil nämlich der normale Bürger mit seiner genetischen Vertrauensseligkeit, die wir ja als Savannenbonobos haben, eigentlich davon ausgeht, dass alle Sparten gut sind und in der Wahrheit sind und alles richtig ist. Komisch nur, dass irgendwie alles kaputt geht, aber das trotzdem sind die Sparten alle gut und in der Wahrheit und haben keine Irrtümer und vor allem auch keine vorteilbringenden Irrtümer. Das gibt's für den normalen Politiker gar nicht. Also insofern kann ich dir nicht widersprechen. Janik, ich habe ja deswegen keine Hoffnung mehr, weil wir weder die GWÖ-GWO-Kombi durchkriegen, noch die individuelle Bildungsarbeit in großen Stil rumkriegen, besonders wo ich jetzt in meine Schrot- und Korn-Annonce zur Kommune war, jetzt sehr erfolgreich mit der Zahl der Anrufe, aber eine Person war geistig verwirrter als die andere und so voll von Irrtümern, dass leider noch nichts Konkretes bei rausgekommen ist. Ich bin also hoffnungslos auf der Kommune-Ebene und auf der GWÖ-GWO-Kombi-Ebene völlig hoffnungslos. Wechsel? Ja, Wechsel 5. Dieser Ansatz von der Gemeinwohlökonomie GWO-GWÖ-Kombi ist ja auch ein Ansatz, wo man ein Stück weit sich davon abhängig macht, dass andere mit dabei sind. Also das heißt, man ist sozusagen von dieser, man macht sich damit auch von den anderen Politikern und von den anderen Menschen abhängig. Für mich wäre da der Lösungsansatz, die vorteilbringenden Irrtümer bei sich selber radikal abzubauen, so dass man selber erstmal komplett in die Wahrheit kommt und dann ist einen auch gar nicht mehr so groß stört, wenn jetzt um einen herum vielleicht nicht die Welt es so schnell schafft, sich auch von diesen Irrtümern zu befreien. Wechsel. Wechsel 4. Ja, also das sehe ich ja auch so. Deswegen habe ich ja diese Annonce im Schrot und Korn jetzt für meine Gemeinschaft Köln-Süd sozusagen drin, ja, weil es eigentlich besser wäre, nicht auf die Politik warten oder hoffen oder sonst wie zu müssen, sondern sich eben unabhängig davon zu machen. Aber das Dilemma ist, dass die Menschen ja, die sich bewerben bei der Kommune, so voll von bis
bis zum Hals, bis zur Hutunterkante voll sind mit vorteilbringenden Irrtümern, dass man dann sehr schnell merkt, das geht eigentlich nicht. Ja? Du kannst mit so Leuten, die so jenseits der Realität sind, kann ich keine Kommune-Experimente machen. Ja? Aber vielleicht kommt ja noch jemand. Es waren schon ein paar vielversprechende Gespräche dabei, aber eben dann doch wieder nicht zum Erfolg führend. Ja? Wechsel. Ja, Wechsel 5. Also ich meine, bei uns Schenker-Bewegung mit unseren Kommune-Projekten, da sind ja auch seit Jahren Leute, die vielleicht nicht weniger verwirrt sind als die Leute, die bei dir ankommen. Und bei uns ist das ja wahrscheinlich auch ein ähnlich zähes Geschäft. Und ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, okay, 30 Jahre die Kommunestandorte und jetzt haben wir in ein paar Projekten ein paar Leute. Also insofern halte ich das für notwendig, sich durch dieses zähe Geschäft, auch wenn es mühselig ist, als einzig richtigen Weg durchzuarbeiten. Wechsel. Wechsel 4. Ja, noch einmal der Satz, den ich das letzte Mal schon gesagt habe. Die Wahrheiten sind eben im Kapitalismus das meistgehasste überhaupt. Und ich glaube, ich hätte mehr Erfolg vielleicht, wenn ich bei den Frauen, mit den überwiegend sind es Frauen, einige Männer, die anrufen, wenn ich da nicht so viel Richtung Wahrheit, also ich sage immer so, je mehr ich den Irrtümern der Anrufer zustimme, desto größer ist die Chance, dass sie damit zufrieden sind. Aber die Frage ist, kann ich damit leben? Das ist die andere Frage dann, dass die eben ganz bestimmte Irrtümer Ende. Ja, ich meine Zeit ist zu Ende, alle anderen haben noch Konto. Ja. Wechsel 5, also ich glaube, es würde nichts bringen, sozusagen den Anrufern dann irgendwie was vorzu oder den bei den Irrtümern entgegenzukommen, weil die dann, weil man dann auf lange Sicht das Schlamassel dann hätte später oder man das Problem dann, das Klärungsproblem nur nach hinten aufschieben würde. Insofern halte ich es schon für sinnvoll, da dann auch den ganz ehrlichen, straighten, radikalen Weg zu gehen, und wenn dann eben keine kommen, dann macht man es erstmal alleine halt und guckt bei sich selber, wo man noch vorteilbringende Irrtümer irgendwie aufdecken kann, sei es durch Geldbenutzung oder sonstige Dinge. Ja, Wechsel. Du weißt, du hättest wieder 20 Sekunden noch gehabt, gell? Ja, brauche ich aber nicht. Brauchst du nicht. Jetzt hat der Öffi noch Konto und Öpfel, ja, und er kann ja auch dem Yannick noch was geben, wenn er möchte. Also Wechsel 2, ja? Ja. Ich versuche mal wieder sehr zuschauerfreundlich zu sein. Also die, falls da jetzt welche bei sind, und wir hoffen ja, dass die ganze Weltbevölkerung immer mehr hier zum Anschauen des Samstags übergeht. Also die noch nicht wissen, was Schenker bewegen ist und was die GWÖ-GWO-Kombi ist. Ganz kurz Beschreibung. Wir alle wollen, dass die Menschen sich unschädlicher und verantwortlicher verhalten. Leute wie wir Schenker, also jetzt Yannick und ich, die wir da als existenzielle Schenker da auch unseren ganzen Lebensrahmen so umstellen wollen. Wir sagen, unsere Vernunft, Seele, unser Gewissen in uns, also unser inneres Wesen, reicht uns, um da unser Glück und unsere Erfüllung drin zu sehen. Und wir brauchen keine extra Belohnungen, um das aufs Ganze gesehen Richtige zu tun. Wir sind auch nicht durch irgendwelche Verlockungen davon abzubringen, weil man wählt ja nicht das kleinere Glück, wenn man das Größere haben kann, und das Größere ist dies insgesamt sinnvolle und verantwortliche Leben. Global denken, lokal handeln, mit Liebe und Menschengeschwisterlichkeit unter den Menschen. Und vor allem eben auch, also was das Teilen so betrifft, das Teilen des Geistes und der Freiheit, also mit freier Argumentekultur und fundierter Menschheitskonsenseinstellung. Also da sehen wir unser Entscheidendes drin. Und wie Dylan immer wieder nicht ohne Grund sagt, ist es aber so, dass da scheinbar fast alle Menschen ihre Werte halt anders setzen oder ihr Glück und ihre Erfüllung anders sehen. Sie sehen das nicht in so einer Vernunftseele, die aufs Ganze gesehen verantwortlich leben will, sondern sie haben irgendwelche kleineren Interessen, für die sie leben.
Und für die sind sie auch bereit, dann Schaden anzurichten und so weiter. Also ich nenne das dann Korruption. Also es ist alles ein großes Korruptionssystem. Auch die Korruption im Inneren der Menschen, dass sie das Vernünftige und Richtige opfern für andere Interessen. Und da sagt der Dylan halt, wenn sie das insgesamt Richtige nicht aus freier Einsicht tun wollen, dann müsste man diese kurzfristigen Belohnungseffekte, nach denen sie funktionieren, halt irgendwie so einstellen, dass es eben auch auf weniger Schädlichkeit und immer mehr Nutzen für sie selbst und für die Gesellschaft und für die Welt ausgerichtet ist. Also das Belohnungssystem muss verändert werden, sodass es immer verantwortlicher wird. Also ein zentrales Element, was man sich da vorstellt, ist die Wohlfühlstimme. Das heißt, sozusagen wirtschaftliche Basisdemokratie. Die Menschen geben ständig Stimmen ab, wie gut es ihnen geht. Und daran kann man dann ja vieles ablesen. Also zum Beispiel, ob beim Supermarkt sie gesunde oder ungesunde Nahrung bekommen, oder die Ärzte sind ein gutes Beispiel. Da wird dann nicht mehr Piep, abgerechnet piep, danach, piep. wie viel Behandlungsstunden oder Medikamente die Ärzte abgeben, sondern wie gesund die Patienten sind. Und das kann ja bedeuten, dass sie gar keine Medikamente oder Behandlungsstunden brauchen. Also man hätte ein viel besseres Ablesesystem, um zu erkennen, wie kann das belohnt werden, was wirklich gut tut, statt dem, was kurzfristig vielleicht ein angenehmes Gefühl bringt, aber schadet. Ja, da habt ihr Ende. diesen einen Blick. Mehr dann von mir in nächsten Beiträgen. Jetzt hat nur noch der Henning Konto, kann natürlich aber auch, wenn ihm jetzt nichts direkt einfällt, in die nächste Runde weitergeben. Aber nur noch Henning hat Konto für diese Runde. Ja, dann sage ich doch einfach mal was dazu. Und zwar vorteilbringender Irrtum. Was ist die Ursache von dem vorteilbringenden Irrtum? Die Ursache ist die Täuschung im Rechtsverkehr, dass wir ein System bedienen, in dem wir uns registrieren haben lassen. Regis bedeutet letztendlich dem König. Das heißt, wenn ich mich irgendwo registriere, gebe ich meine Antwort oder meine Entscheidungsfreiheit ab an den König, beziehungsweise an eine Firma, an das System. Und wenn ich dann von dem System ein Dokument bekomme, sei es Geburtsurkunde, Personalausweis, Reisepass oder ähnliches dergleichen, dann ist dieses Dokument Eigentum der Firma, wo ich registriert bin. Es ist aber nicht mein Eigentum. Ich bin nur Rechtehalter, aber nicht Eigentümer. Wenn ich aber mit diesem mir fremden Eigentum Handel betreibe, dann tue ich das im Namen, immer in den Namen dessen, wo ich registriert bin. Handle ich, also ich kann im Grunde genommen meinen Willen, mein Handeln gar nicht durchsetzen, ohne das Dokument, mit dem ich handle, von dem König, um das jetzt mal sozusagen, Missbrauch mit dem König zu betreiben. Das heißt, wenn ich vor Gericht lande in diesem System, urteilt letztendlich immer der König über sich selber, aber niemals über den Menschen oder die Person. Bin ich da richtig verstanden worden? Ich frage das jetzt mal so ganz kurz in die Runde. Ja, es kann ja jetzt jeder dem Henning antworten, dem eine Antwort einfällt in seiner Zeit, weil es ist ja seine Zeit. Könnt ihr jetzt antworten, ne? Öffi, Janik. Ja, also ich würde kurz gern Ja, was kurz sagen. ja. Also ich habe das jetzt, glaube ich, nicht 100% verstanden. Warum ist das jetzt, warum ist der König dann nicht, nee, ich hab's nicht verstanden. Ich Ganz hab's nicht einfach, verstanden. ganz einfach. Wenn ich mich registrieren lasse in irgendein System, sprich bei einer Firma, dann erteile ich meinen Willen, meinen Auftrag, überlasse ich dann der Firma. Das heißt, die Firma gibt mir dann zwar meinen Namen, wo ich draufstehe als Personalausweis oder Reisepass, aber der Name ist nicht mein Name, sondern der Name der Firma. Ich handle immer in den Namen der Firma. Ist das begriffen worden? Das heißt, ich missbrauche den Namen der Firma und damit betreibe ich Korruption. Wenn ich einen
Ausweis oder ähnliches benutze oder überhaupt Geld benutze. Das ist der ganze Trick. Das ist die Täuschung im Rechtsverkehr. Wechsel 2? Oder ich kann da antworten, genau. Besser ist ja die Zeit von Henning, genau. Nur wenn er wieder um Antwort fragt, Öffi. Du musst schon warten, dass er wieder um Antwort bittet. Ja, lass den Öffi ruhig reden. Ja. Nee, er hat doch uns alle gefragt, ob wir das verstanden haben und wie wir das sehen. Also ich verstehe es nicht ganz so, weil ich denke, wenn man sich irgendwo registrieren lässt oder hat einen Ausweis, das kann sehr unterschiedlich sein. Wenn ich es beim Staat mache, dann ist es in der Tat so, und ich glaube, dass das Henning auch zum Teil beschreibt, also er hat auch ein Musterformular entworfen für Staatsaustritt, wo wesentliche Gedanken durchaus zutreffend sind, nämlich, und das ist die Täuschung im Geschäftsverkehr, also normalerweise denkt man, wenn jemand für einen anderen Geschäfte tätigt, dann ist er verpflichtet, das auch im Sinne und Willen des Betroffenen zu tun und nicht ohne, dass der es weiß und ohne, dass er es will. Und da ist es so, dass eben leider der Staat in unserem Namen agiert, ohne dass wir wirklich richtig frei informiert wurden und zustimmen konnten. Insofern ist das tatsächlich betrügerisch, auch nach solchen Paragraphen, die da, ich glaube, im bürgerlichen Gesetzbuch stehen. Genau, Rest erzähle ich dann bei der nächsten Runde. So, Sekunde, ich muss erst wieder die nächste Runde starten, mit hier mit den Uhren bereitschalten, auch bereit. So, ja, nächste Runde beginnt. Alle haben wieder volles Konto. Wechsel 2. Ja. Ich kann ja dann weitermachen, das gibt dann gleich die komplettere Antwort. Also so ist es mit dem Staat. Also beim Staat ist die Registrierung tatsächlich so, dass man sich ein Stück weit selbst entmündigt, wenn man Leute über sich bestimmen lässt oder lässt sie in seinem Namen und Auftrag handeln, die einen gar nicht richtig informiert haben und einem keine freie Zustimmung ermöglicht haben. Das ist tatsächlich Betrug und Entmündigung. Ebenso kann man bei wirtschaftlichen Verhältnissen, wie wenn man in einer Firma oder irgendwo sich anstellen lässt, kann man sagen, man verkauft sich. Man macht es für Geld. Und die anderen haben die Leitung. Also wer da hingeht in eine Firma und da arbeitet, der ist nicht gleich der Chef. Das heißt, man verkauft sich und lässt sich dann von anderen dirigieren. Aber sich verkaufen ist für einen Menschen, der eigentlich ein schöpferisches Wesen ist, der eben eigentlich den Sinn verstehen müsste von dem, was er tut und wegen dem Sinn eigentlich handeln müsste. Also vorausgesetzt, er ist so an seiner Vernunftseele orientiert, wie ich das eingangs ja über die Schenker schon beschrieb. Also da ist ein sich verkaufen auch immer ein Aufgeben dieser schöpferischen Menschendimension, dass man nicht für Geld etwas macht, sondern den Sinn selbst auch verstehen und frei so mit bejahen und mitgestalten, schöpferisch mitgestalten können sollte. Da ist das reine sich verkaufen auch daneben und ist letztlich auch, indem die Menschen dazu gebracht werden, sich so zu verkaufen, tatsächlich Missbrauch und Verkrüppelung ihrer Menschendimension. Allerdings teile ich eben Hennings Auffassung jetzt nicht voll und ganz, weil ich glaube, dass es eben auch menschliche Organisationsformen gibt, wo Menschen sich erstmal so als freie, mündige, schöpferische, gesamtverantwortliche und gesamtgestalterische Wesen, Ebenbilder Gottes oder wie man das nennen will. Also diese Menschen können sich dann zu freien Gemeinschaften zusammentun, können dabei aber auch Zugehörigkeit haben, können da, was weiß ich, gemeinsam was unterschreiben, wie zum Beispiel den Einsatz der Schenker. Wir wollen als globale Konsensgeschwister das Nötige jetzt für alle planen in freier Argumentekultur. Und dann ist so eine Unterschrift natürlich kein sich entmündigen oder sich verkaufen und so weiter. Okay. Ja, Wechsel 4. Ja, ich habe Wechselwunsch gesagt, weil ich es für sinnvoll halte, jetzt, dass wir jetzt, wo Henning und Öffi auch über dieses Aspekt gesprochen haben, dass ich nochmal erwähne, wie aus naturwissenschaftlicher Sicht, wie einfach und offensichtlich, aber für die meisten Menschen viel zu kompliziert, die Sache aussieht sozusagen. Moment, hier ist noch ein kleiner technischer Fehler passiert. Jetzt läuft es richtig, ja. Und zwar
für uns ist es ja so, ich habe es beim letzten Mal erklärt, als Naturwissenschaftler, dass vor 400.000 Jahren die Welt noch paradiesisch in Ordnung war. Der Mensch als Savannenbonobo pazifistisch war wie die heutigen Bonobos. Und dann kam der erste tauschhandelnde Mensch. Und der hatte plötzlich genau die gegenteilige Gewinnmöglichkeit wie vorher. Vorher haben die Männer zum Beispiel alles den Frauen und Kindern geschenkt und die Frauen haben da ihre Liebe verschenkt an die schenkenden Männer und das war alles aus naturwissenschaftlicher Sicht ein gewisses Gleichgewicht und dadurch funktionierte das alles liebevoll und friedlich. Aber jetzt kommt der Händler und plötzlich kann der genau dadurch gewinnen, wenn er das Leben der Menschen zerstört, weil einsame, unglückliche Menschen mit weniger Liebesleben tatsächlich mehr Ersatzbefriedigungskäufe tätigen. Und deswegen kam dann, Irrtümer sind nichts anderes als Mutationen des Gehirns. Wir kennen die Mutationen des Genoms in der Naturwissenschaft und wir kennen die Mutationen des Gehirns, die mimetischen Mutationen sozusagen. Und ich mache jetzt nur ein paar Beispiele für diese vorteilbringenden Irrtümer. Zum Beispiel, wenn der Händler die Idee bekommt, dass der viele Sex in den Bonobo-Schenker-kommunistischen Kommunen schlecht und böse und widerwärtig und ekelhaft und unkeusch sei, dann führt das dazu, dass, weil die Leute ihm ja als vertrauensselige Lebewesen ein Stück weit glauben, führt das zu einem Rückgang des Liebeslebens in den Kommunen und dadurch zu einem Anstieg des Kaufverhaltens, des Konsumverhaltens, des konsumsüchtigen Verhaltens, des heutzutage Alkohol, Süßigkeiten und so weiter süchtigen Verhaltens. Und, Wechselwunsch. Ja, eine Sekunde. Und ja, dann mache ich nachher weitere Beispiele für vorteilbringende Irrtümer. Bleiben wir erstmal bei dem mit der Liebesunterdrückung. Wechsel. Ja, also kann es nicht auch sein, dass der Sex auch eine Ablenkungsbefriedigung sein kann, wie andere vorteilbringende Irrtümer? Also bei der Sexualität hat man die angenehmen Körperempfindungen, nach denen, was dann auch ein Suchtverhalten auslösen kann, wie jetzt bei jeder anderen Droge auch oder bei irgendwelchen leckeren Essen oder so. Also deshalb würde ich sagen, das kann auch ein vorteilbringender Irrtum sein, der Sex. Wechsel, ja? Wechsel. Hm? Wechsel 4. Ja, für uns Naturwissenschaftler ist das unmöglich. Ja, also für uns Naturwissenschaftler ist es einer der größten vorteilbringende Irrtümer, die in der Gesellschaft, die zum Beispiel von Sexsucht sprechen oder von Sex als quasi, also auch als eine irregeleitete Geschichte. Das ist für uns Naturwissenschaftler nicht möglich. Also der Mensch hat nun mal bestimmte genetisch gegebene Lustmöglichkeiten und Glücksmöglichkeiten und die sind da sozusagen man muss schon sehr viel konstruieren, um dann irgendwo auch etwas Negatives draus zu machen, aber sozusagen die Bonobos, ja, die 12-mal am Tag Sex miteinander haben, die sind nicht sexsüchtig, die sind reine Natur sozusagen. Aber ich mache ganz bewusst noch mal ein anderes Beispiel für vorteilbringende Irrtümer aus naturwissenschaftlicher Sicht, nämlich dass zum Beispiel dieser Händler jetzt erzählt, aha, eine Gruppe hat angeblich die andere nachts überfallen und totgeschlagen. Dadurch löst er bei den vertrauensseligen Savannenbonobos Angst aus. Die kaufen ihm seine Steinäxte vermehrt ab und fangen an, darüber nachzudenken, ob sie nicht die andere Gruppe töten sollten, bevor diese sie nachts abschlachtet. Und schon ist das kriegerische Denken da, aber die Ursache ist der Waffenhändler. Also der Händler. Wechselwunsch. Ursache, ja, Wechsel. Also ich würde tatsächlich gerne nochmal auf den Sex zurückkommen.
Es kommt natürlich darauf an, was für eine Sexualität gelebt wird. Also wenn das, sage ich mal, integriert ist in den Gesamtsinn, dann ist da ja auch nichts Krankhaftes dran. Aber es sollte halt geguckt werden, inwieweit das dann auch so ist. Und aber höher als die sexuelle Befriedigung und die sexuelle Lustempfindung oder wichtiger sehe ich eigentlich eher den Gesamtsinn des Handelns der einzelnen Individuen. Also dass die nicht nur auf ihre Letzterer. eigene Familie gucken, ja, ich bringe kurz zu Ende, nicht nur auf ihren eigenen Stamm gucken, sondern wirklich eine ganzheitliche Sicht haben und auch eventuelle sexuelle Gelüste dem unterordnen, damit eben diese sexuelle Geschichte nicht zu einem vorteilbringenden Irrtum wird, wechseln. Ja. Wechsel 4. Ja, das ist zum Beispiel, ich habe selbst früher sehr viel gearbeitet, auch mit dem Thema Sinnbedürfnisse des Menschen und Bedürfnis danach, das Sinnvolle zu tun und so weiter. Und auch sozusagen, aber das ist eben dann für uns Naturwissenschaftler unverrückbar, dass wir sagen, dass das sexuelle Lust, die sexuelle Lustmöglichkeit aus unserer Sicht deutlich über der des sinnvollen und richtigen und gutes Handeln steht, während es für die Schenker-Bewegung genau umgedreht ist. Sie sieht die größere Glücksmöglichkeit in dem sich entscheiden für das sinnvolle Tun, für das große Ganze. Und wir sagen, nein, das sind andere Bedürfnisse leider stärker, weswegen wir ja dann auch immer wieder auf die GWÖ-GWO-Kombi zurückkommen, weil wir eben sagen, nee, die Menschen behalten ihre vorteilbringenden Irrtümer und zum Beispiel einer der typischen vorteilbringenden Irrtümer, der natürlich sehr viel später erst kam, dann ist, dass der Händler eben erzählt hat, ja, diese künstlich hergestellten Zuckerprodukte sind genauso wertvoll wie die reifen Früchte, die ich euch früher geliefert habe. Und dadurch, dass er diesen Irrtum glaubt, begann er quasi mit diesen Zuckerprodukten die ganze Bevölkerung zu vergiften und schwerste Schäden zuzufügen, weil er gar nicht gemerkt hat und weil es ihm eben nicht bewusst war, dass eben die süßen, reifen Früchte kerngesund sind. Und die Zuckerersatzprodukte, die süßen, reifen Früchte simulieren, lebensgefährlich, Diabetes und Übergewicht und sonstige krankheitsfördernd sind. Ende. Mein Konto ist leer. Wechsel 5. Ja. Also auch eine Lebewesengemeinschaft, sei es jetzt Bonobos oder Menschen oder ein Stamm, die haben auch nicht viel davon, wenn jetzt, sage ich mal, die sexuelle Lustbefriedigung über dem Sinn steht, weil dann, wenn Kinder geboren werden, dann muss auch ja, verantwortlich geplant werden. Wie will man das dann regeln? Das ist zum Beispiel ein Punkt. Wenn ein Weibchen schwanger wird, dann ist das ja auch eine, dann braucht das Weibchen auch wieder mehr Essen, während es schwanger ist und so weiter, ne? Also ein Bonobo-Weibchen kann ja nicht eine Antibabypille nehmen oder so. Und insofern würde ich schon sagen, dass dieser Verantwortungs- und Sinngedanke über dieser sexuellen Erfüllung liegen muss, damit das nicht eben daran zugrunde geht, dass sie dann irgendwie sinnlos schwanger sind und dann Babys haben, die sie nicht versorgen können und dadurch Schaden entsteht. Wechsel. Nur noch Öffi, Yannick und Henning haben Konto in dieser Runde. Wechsel 2. Ja, ich kann da einige Fäden zusammenführen. Also ich hatte gesagt, beim Staat wird man entmündigt und betrogen, weil man durchschaut es nicht und kann es nicht frei entscheiden. Der Staat enthält einem diese Möglichkeit vor. Wenn man sich in der Wirtschaft verkauft, macht man sich zum Prostitutionsobjekt. Die Leute, die einen da so anstellen, sind die Zuhälter. Alles auch eine Entwürdigung des Menschen, der eigentlich eben sogar Ebenbild Gottes sein sollte, also Mitschöpfer
statt irgendwie betrogen, getäuscht, entmündigt piep, piep, piep. Oder gekauft. Was? Piep, piep, piep. Also noch 20 Sekunden. Ja, habe ich noch. Noch 20 Sekunden, genau. Und insofern kann ich sagen, das sind alles falsche Formen. Die Formen-Schenker-Bewegung, dass man gemeinsam frei nach dem Sinn im Ganzen schaut und seiner Vernunft zählt. Da könnte man unterschreiben oder einen Ausweis haben, das wäre völlig in Ordnung. Und das würde gleichzeitig Ende. Auch eben bedeuten, das kommt beim nächsten Mal. Ja, nächste Runde. Jetzt hat aber noch ein bisschen was der Yannick und der Henning am Konto. Diese Runde. Ja, dann sage ich erst mal was dazu. Und zwar... 6-6, ja, läuft. Es ist doch so, das lebendige Leben findet immer nur in dem Moment des Jetzt statt. Alles andere außerhalb des Jetztes, in dem Moment der Wirklichkeit, wo von wirklich wirkenden Licht, sind Gedankenfiktionen. Und mit Gedankenfiktionen werden Aufträge erteilt oder Aufträge gemacht, die dann letztendlich schriftlich verfasst oder auch anders verfasst umgesetzt werden sollen. Im wirklichen Leben, in dem lebendigen Moment jetzt, kann aber immer nur ein lebenswert für lebenswert handeln. Da können weder Fiktionen von geltenden Geldwerten oder auch Aufträge von Auftraggebern, die erteilt worden sind, nicht umgesetzt werden in der Wirklichkeit. Und genau das ist das, was jetzt alles zusammenbricht, weil der vorteilbringende Irrtum ist nämlich der, dass die Menschen ihren Willen abgegeben haben durch Registrierung, dass also Firmen Aufträge erteilen, anderen Firmen Aufträge erteilen und Aufträge durchführen in Form von In-sich-Geschäften. Das heißt, es wurden durch In-sich-Geschäfte Gelder produziert, durch Versicherungen, durch Haftungsversicherungen. Und das beste Beispiel ist eigentlich jetzt Corona. Dass man also mit dem Sicherungsgeschäft oder Versicherungsgeschäft Gesundheit Kaufverträge gemacht hat von Medikamenten, die Impfungen wirken sollen oder Gesundheit produzieren sollen, aber genau das Gegenteil bewirkt haben, weil es war nur ein Geschäftsmodell und kein gesundheitsförderndes Projekt, um es mal ganz klar zu sagen. Und das ist dieser vorteilbringende Irrtum, weil die Menschen halt ihre... durch Registrierung ihrem Willen und ihre Aufgabenfähigkeit abgegeben haben, selbst sich zu organisieren und selbst zu handeln. Und das ist das, was wieder in die Welt kommen darf, beziehungsweise auf die Erde kommen darf, dass also die Menschen sich wieder selbst organisieren und selbstständig lebenswert für lebenswert handeln. Und alles andere wird kaputt gehen und geht auch kaputt, weil es sind Fiktionen. Und Fiktionen sind auch außerhalb des lebendigen Jetzt. Und damit gebe ich weiter. Oder wer noch was dazu sagen möchte. Ja, Yannick hat noch Konto. Ja, ich sage dazu nichts. Und wir können gern in die nächste Runde übergehen. Du gibst weiter in die nächste Runde, ja? So. Henning, gibst du auch weiter in die nächste Runde? Ja, dann mach eine neue Runde auf. So, jetzt muss ich die Uhren alle noch in die richtige Position fahren. So. So. Ja, ich begrüße zur nächsten Runde Wechsel 4. Ja, Henning hat das eben angesprochen mit dem Gesundheitssparte. Das ist ja auch so dann, dass das irgendwann vor 170.000 Jahren, sagen die einen Zahlen, irgendwann die Gesundheitssparten aufkamen, die ersten Schamanen, so ein Zwischending zwischen Arzt und Priestertum sozusagen. Und dass eben diese Sparten Irrtümer anhäuften, die eben nicht dazu dienten, dass die Bevölkerung gesünder wird und aufgeklärt wird über die vorteilbringenden Irrtümer der Nahrungshändler und deren krankheitsförderliches Wirken, deren künstlicher Nahrungsprodukte,
sondern dass diese Gesundheitssparten lauter Irrtümer, also mimetische Mutationen in ihren Gehirnen aufwiesen, die die Bevölkerung in tendenziell eher in chronisch Kranke als in chronisch Gesunde verwandelt hat, weil es nämlich dann für die Gesundheitsspartner mehr Geld gibt, wenn man die ganze Bevölkerung, ohne dass es einem bewusst ist, in ein Krankenhaus verwandelt, also in chronisch Kranke verwandelt, anstatt sie in chronisch Gesunde zu verwandeln. Ja, und ja, so viel zu diesem vorteilbringenden Irrtum, nämlich dass die Gesundheitssparten, der ich ja selber angehörte, dass ich selbst erkennen musste, hoppla, ich habe ja jahrzehntelang meinen Patienten schwersten Schaden zugefügt, weil das Motto der Gesundheitssparten lautet, durchschaue deine eigenen im Studium erworbenen, vorteilbringenden Irrtümer nicht, sondern mache mit diesen Irrtümern die Menschen chronisch krank und halte sie in der Krankheit fest. Dann verdienst du am meisten und kannst wirtschaftlich überleben. Ansonsten gehst du pleite, weil du nicht genügend Krankheit erzeugst. Und das ist das Drama, so viel zu den vorteilbringenden Irrtümern der Gesundheitssparten. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Ja. Also ich kann zu den ganzen letzten Themen, die ihr angesprochen habt, also ich greife mal vor allem das mit dem Händler auf, der auch so eine Fehlentwicklung eingeleitet hat, wie du beschrieben hast, Dylan. Da kann ich zu sagen, so wie ich sagte, der Staat betrügt die Menschen, weil das ist nicht das Mitschöpfertum, wie es uns Menschen oder Ebenbild an Gottes zusteht. Die Wirtschaft, wo man sich verkauft, betrügt den Menschen um sein Wesen. Also alles, was ihm dieses Wesen nicht zugesteht, wie wir das in Schenkerbewegung ja versuchen, ist alles so eine Wesensentfremdung. Und das trifft tatsächlich auch auf den Tauschhandel insgesamt zu. Denn der Tauschhandel bedeutet, also ich zitiere da immer gerne jemanden, der ein Buch geschrieben hat, Gräber heißt der Mann, Schulden die ersten 5000 Jahre, dass durch das Tauschen man allein schon nicht mehr in der Verbundenheit ist mit der eigenen Familie, Sippe oder Stamm. Weil wenn das noch wenigstens, wenn diese Einheit, das ist ja jetzt nicht die ganz große Einheit der ganzen Welt, wo man sich als Mitschöpfer Gottes oder als Vernunftseele so einfügen will, wenn man das erkannt hat. Aber derjenige, der da auf Tauschhandel baut, funktioniert schon nicht mal mehr nach der familiären Einheitslogik. Weil es da so ist, dass man einfach eben vertrauensvoll geben kann und weiß, wir fühlen uns so verbunden und als Einheit, dass wenn ich was brauche, ich es auch bekomme. Also der Gräber sagt, es wurde ziemlich zu Anfang auch schon getauscht, aber nur mit Fremden und Feinden, wo man diese Vertrauenseinheit nicht hatte. Und deshalb hätte man da so gedacht, man muss da so direkt abrechnen, weil sonst kriegt man das, was man selbst braucht, eben nicht mehr. Und ich gebe dem Yannick auch recht, dass auch die Sexualität, also bei den Bonobos, egal ob man es jetzt Instinkt nennt, Genprägung oder wie auch immer, aber bei den Bonobos ist es ja so, dass die Sexualität da in ein ganzheitlich sinnvolles Leben, ein auch biologisch oder biotopisch ganzheitliches Leben eingeordnet ist. Bei uns Menschen ist aber die Sexualität auch zu einem Motiv geworden, was sich befreit hat aus den wie auch immer, instinktiv oder genetisch wie auch immer, Mustern, in denen sie funktioniert. Und sie kann zur Sucht werden, sie kann wirklich in einer Weise gelebt werden, dass man gegen das im Ganzen Sinnvolle damit handelt. Und da hat der Yannick recht. Also bei uns kann man die Sexualität nicht als Selbstläufer so laufen lassen, sondern eigentlich müsste das eingebettet sein in eine Entfaltung der Vernunftseele, die nach dem im Ganzen Sinnvollen schaut und die Sexualität da auch wie alle anderen Motive passend einordnet. Also wenn man seine Vernunftseele erkannt hat und sich daran entscheidend orientiert, dann will man allem so seinen passenden Platz und sein passendes Maß im Ganzen zu erkennen. Also wie gesagt, dann will man allem seinen passenden Platz und sein passendes Maß im Ganzen zu erkennen und dann kann das Ganze auch verantwortlich sein. Alles andere
ist für uns Menschen nicht mehr einfach so, dass wir da automatisch irgendwas laufen lassen können. Ja, Wechsel 4. Ja, Wechsel 4. Ja, da ist der große Unterschied zwischen Naturwissenschaften und der Schenkerbewegung, nämlich dass wir wieder sagen, ja, da hat die Schenkerbewegung, ist sie aus unserer Sicht ein bisschen Opfer derjenigen vorteilbringenden Irrtümer der Händlersparten, die diese Sexualität so angreifen. Wir sehen es eher so, dass bei den Savannenbonobos und bei den Urwaldbonobos Panpaniscus gleichermaßen die Sexualität, die Hauptgeschichte ist, die dafür sorgt, dass verantwortlich gehandelt wird in der Gemeinschaft und nur noch Gutes getan wird. Weil über die Sexualität werden die entscheidenden negativen Aspekte eines Soziallebens, nämlich Frauen töten Kinder anderer Frauen, Männer töten Kinder anderer Männer, als Rivalenhandlungen und so weiter. Diese ganzen Dinge verschwinden durch die Sexualität und sozusagen über die Sexualität der Bonobos werden quasi alle destruktiven Handlungsimpulse bis auf ganz, ganz wenige eliminiert. Und, aber diesen Unterschied, den haben wir jetzt schon öfters beleuchtet, da dieser Gegensätzlichkeit bleibt sicherlich bestehen. Wechsel? War das Wechsel 5 eben? Wechsel 5, ja. Also ich bezweifle, dass man mit Sexualität dass man Sexualität als Mittel einsetzen kann, um Probleme direkt zu lösen. Also ich kann mir nicht, weil wenn wir jetzt Sexualität einfach als körperlichen sinnlichen Prozess sehen, muss eigentlich aber, um ein Problem wirklich lösen zu können, auch auf geistiger Ebene eine Erkenntnis, ein Bewusstsein. Wechsel 4. Ja, das ist gerade der Punkt, dass tatsächlich das ist ja das Besondere der Bonobo-Forschung, dass da gerade die Zentralerkenntnis war, dass die Natur quasi, die Evolution, die Sexualität missbraucht und zweckentfremdet hat zur Erzeugung von Kooperativität und gutem Handeln in der Gemeinschaft. Denn die Sexualität dient da gar nicht mehr in erster Linie der Fortpflanzung, sondern dient vor allem dazu, positive Stimmungen zu erzeugen, sodass eben dann eine Frau die Kinder ihrer Liebespartnerin nicht mehr töten kann, emotional sozusagen. Und so wird dann über diese viele Sexualität, wird quasi die Sexualität als ein Stimmungserzeuger, positiver Stimmungserzeuger missbraucht, um eben diese Tendenz zum Gutes tun und zum verantwortlichen Handeln gegenüber allen Beteiligten der Gemeinschaft zu erzeugen. Und das ist genau der Zauber der naturwissenschaftlichen Forschung, dass sie genau das ja gefunden hat, dass eben diese Umkonstruktion der Lebewesen über die missbräuchliche Ausweitung der Sexualität das Erfolgsrezept in der Evolution zur Erzeugung von Pazifismus und liebevollem Miteinander war. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Da kann man eben sagen, dass wir Menschen zu diesem automatischen Friedensfunktionieren, sag ich mal, oder Verantwortungsfunktionieren der Sexualität nicht mehr fähig sind, weil es eben wirklich entarten kann, maßlos und pervers werden kann. Ach so, Öffi, bei dir war, glaube ich, diese Runde ja schon fertig. Jedenfalls zeigt mir das hier das an, dass deine Runde schon fertig war. Hattest du begonnen mit dieser Runde oder wie kam das? Keine Ahnung.
Wer hat denn noch Platz? Hat noch einer Zeit, der sie im Moment nicht verbrauchen will oder abgeben will? Janik, erinnerst du dich, wer mit dieser Runde begonnen hat? Denn meine Uhr zeigt es an, als hätte Öffi schon fertig für diese Runde. Ja, mich wundert das auch, dass Öffi angeblich schon fertig haben sollte für diese Runde. Also du meinst, der war noch gar nicht dran, diese Runde? Das ist jetzt Spekulation, aber ich vermute nicht. Gut, dann mach weiter, Öffi. Dann muss hier irgendein anderer technischer Fehler passiert sein. Die Zuschauer werden es hinterher rekapitulieren können, wenn sie doppelt gesprochen haben. Ich hoffe, dann verzeiht man mir das. Aber hinterher gut, werden wir es wissen. Also aus meiner, wir sind ja alle großzügig und die Zuschauer bestimmt auch. Also jedenfalls, die Sexualität bei uns funktioniert eben halt, ne, egal wie wir es nennen wollen, nicht mehr so automatisch, sondern sie kann wie jedes Motiv, was bei uns sehr frei geworden ist und missbräuchlich geworden ist, missbrauchbar, können wir Sexualität maßlos und pervers ausleben. Und das heißt andererseits, dass wir aber auch eine höhere Fähigkeit noch haben, alles, jedes Motiv, auch die Sexualität, verantwortlich einzusetzen. Denn bei uns ist das nicht einfach wie ein eingeprägtes Muster, Instinkt oder wie auch man das nennen will, sondern wir können diese selbe Freiheit, die uns mit unseren Motiven jonglieren lässt, die können wir eben dann auch nutzen in diesem geistigen Sinne von Verantwortlichkeit, dass wir allem, auch vielleicht ganz neuen Verhaltensweisen, die im tierischen Verhaltensspektrum noch gar nicht enthalten sind, dass wir allem eben wirklich nach dieser gesamtverantwortlichen Sinnlogik oder Verantwortungslogik seinen passenden Platz und sein passendes Maß im Ganzen zuerkennen können. Und ja, da haben wir also eine höhere Dimension. Also insofern, Dylan, wo du sagst, die Naturwissenschaft sagt, ja, die Sexualität, die wirkt da so gut und so toll, kann sein, und ich bin auch sehr dafür, alles, was sie an Gutem bewirken kann, alle Weisen, wie Sexualität gut funktionieren kann, ist ganz toll. Aber es gibt die höhere Dimension des Funktionierens aus geistiger Gesamtverantwortlichkeit. Wechsel. Ja, und ich wechsle vier. Ich glaube nämlich, dass ich mich erinnere, dass du diese Runde doch wahrscheinlich begonnen hattest. Aber egal, wie dem auch sei. Also wie gesagt, da werden wir uns nie einig an diesem Punkt, denn wir sehen halt, wie gesagt, dass der Savannen-Bonobo-Schenker-kommunistische Gruppenehe-Lebensstil, also ein genialer Schachzug der rein genetischen Evolution war, über viel Körperkontakt und Zweckentfremdung des Körperkontaktgeschehens unheimlich gutes und sinnvolles Handeln zu erzeugen in den Gruppen. Und ich mache mal ganz bewusst noch mal ein ganz anderes Beispiel, ja. Der Arbeitsamtmitarbeiter im heutigen Kapitalismus, sozusagen, sorgt dafür, dass es noch mehr Arbeitslose gibt, weil er dann größere Karrieren machen kann und diesen Irrtum, und er bringt diese Irrtümer in die Gesellschaft rein, dass wir, leider Ende. Ich mache in der nächsten Runde weiter. So, dann hat noch Yannick und Henning haben Konto in dieser Runde. Ja, ich würde mal was dazu sagen. Und zwar einmal tauschen und täuschen. Tauschen und täuschen unterscheidet sich lediglich über zwei Pünktchen über dem A. Und tauschen und täuschen ist die Basis aller Geschäfte. Aller Geschäfte. Und Geschäfte funktionieren nur über Firmen. Und Firmen sind Fiktionen. Das Leben, lebenswert, ist immer über das Menschsein beziehungsweise das Handeln des Menschsein. Also sprich über den faktischen Geschäftsführer. Lebenswert für lebenswert. In der Fiktion wurden geltende Geldwerte zu Geld gemacht und dementsprechend auch in minderen Werten auch gedacht. Dieses mindere Denken von Geldwerten oder im Gegensatz zu den, also in diesem fiktiven Handeln, im Gegensatz zu dem wirklichen Handeln im Leben oder im Lebendigen, dem Lebenswert, dem Unendlichen, sind Differenzen, energetische Differenzen. Und wenn ich etwas tausche, dann
erzeuge ich energetischen Mangel auf der einen Seite beziehungsweise auf der anderen Seite. Wenn ich aber etwas schenke, dann gebe ich es, ohne dass ich einen energetischen Mangel dabei erzeuge, an jemanden weiter, etwas Energetisches. Und dieses Gleichgewicht der Energien ist letztendlich auch im Sexuellen ein Orgasmus, also quasi das Gleichschwingen oder die Resonanz, die Synchronizität des Wohlempfindens. Das heißt, die Natur ist von sich aus immer in Harmonie und im Wohlempfinden oder zum Wohlsein aller. Und einzig und alleine, wenn wir uns aus diesem Jetzt, diesem ewig lebendigen Jetzt, dem Wohlempfinden entfernen, Infektionen, dann entfernen wir uns eigentlich von der Wirklichkeit und gehen in die Wahrheit. Und die Wahrheit ist letztendlich das, was also auch die Geschäfte wieder oder die Täuschung und das Tauschen ermöglicht hat, weil wir in Gedankenkonstrukten außerhalb des Lebendigen sind. Und diese Konstrukte haben aber keine energetische Wirklichkeit. Es sind alles nur Konstrukte. Und die Konstrukte werden jetzt zusammenbrechen, weil das Energetische, das Zusammenleben, das Zusammenkommen energetischer Kräfte wieder vermehrt Energie auch vom Zentrum unserer Galaxie bekommt. Dem Menschsein, dem wirklichen, dem Quell allen Lichtes. Und das sind bewegungsenergetische Effekte, die wir auch wieder geschenkt bekommen und die etwas mit Bewusstsein zu tun haben. Und da Bewusstsein hat nichts mit Tauschen oder Täuschen zu tun. Bewusstsein ist letztendlich Schenken. Und nicht nur Liebe, sondern auch mehr, als was über Liebe auch noch hinausgeht. Das ist Achtsamkeit, das ist Bedingungslosigkeit. Und Frieden ist in der Begrifflichkeit in Bezug auf Friedhof und befriedet immer nur ein passiver Krieg. Der wirkliche friedlich oder der wirklich das wirkliche Zusammenleben, das friedvolle Zusammenleben liegt in einer anderen Begrifflichkeit außerhalb von Frieden, von passivem Krieg. Und wenn wir wirklich also dieses aktive Zusammenleben zum Wohlsein aller haben wollen, dann müssen wir im paradiesischen Denken und auch diese Wortbegrifflichkeit benutzen und auch uns dementsprechend im ewigen Jetzt, im wirklichen aktiven Sein mit anderen Menschen in der Begegnung auch das auch ausführen. Theoretische Konstrukte haben da keine Bestandskraft mehr. Danke. Yannick hat noch Konto in dieser Runde, kann aber natürlich auch weitergeben in die nächste Runde, je nachdem, wie er will. Ja, ich gebe weiter in die nächste Runde. So, Sekunde, dann muss ich hier wieder alles korrigieren, dass wieder alles stimmt. So, und jetzt muss ich nochmal drauf achten beim Öffi ganz genau. Jetzt, denn ich habe ja so eine Einstellung hier, wo ich genau erkennen kann, wer sein Konto schon genutzt hat und wer noch nicht. Vielleicht habe ich. So, jetzt stimmt das alles. Ne? So, nächste Runde beginnt. Wechsel 4. Ja, tauschen und täuschen. Da, ich freue mich ja, wenn es mal eine seltene Gelegenheit gibt, dass der Henning und ich und die naturwissenschaftliche Perspektive und die Henning-Perspektive und gewisse Berührungspunkte haben. Das ist ja für uns Naturwissenschaftler eben der entscheidende Punkt. Vom ersten Sekunde an das Tauschen beginnt auch schon das Täuschen, denn Irrtümer geschehen nun mal, genauso wie Mutationen allgegenwärtig in der Evolution sind und immer passieren, ja, sozusagen bei jedem Kind finden sich das die eine oder andere Mutation neben all den genetischen Neukombinationen, die jedes Kind darstellt und so weiter. Und genauso schnell stellen sich auch Irrtümer, also Mutationen im Geistigen her, also im mimetisch-geistigen her. Und schon bin ich im Täuschen drin. Das heißt, der Händler
glaubt an einen Irrtum. Damit, mit diesem Irrtum, täuscht er sich selbst und seine Kunden, zerstört deren Leben, bringt sie in eine Kaufsucht und eine Konsumsucht gegenüber seinen Tauschprodukten. Und das ist der Wesenskern des Kapitalismus, der alles zerstört. Und ich habe es vorhin angedeutet mit den Arbeitsamtmitarbeitern, auch diese Sparten haben quasi eine schädliche Gewinnmöglichkeit, indem sie die Gesellschaft mit Ideen füttern, mit Irrtümern füttern, die dazu führt, dass es eher mehr Arbeitslose gibt als weniger Arbeitslose sozusagen. Ich habe gerade mit einer Frau letztens nach dem Orchester diskutiert, die so aus der marxistischen Ecke kommt, ne? Und die quasi so diese Haltung hatte, ja, wir brauchen die fähigsten Löwinnen nicht, ja. Wir brauchen die nicht, ja. Dabei in der Natur, wenn die Löwen sich irgendwie aversiv gegen ihre fähigste Jägerin stellen würden, dann würde die ganze Gruppe, das ganze Rudel verhungern. Also niemals würde sich in der Natur irgendjemand gegen die fähigen Löwen stellen. Wir haben aber durch den Marxismus gelernt, dass alle Fähigen, alle Arbeitsplätze schaffen, alle Mercedes-Familien, alle VW-Familien, alle BMW-Familien, dass das ist böse Mehrwertabschöpfer und Ausbeuter sind und dass wir auf die scheißen können. Aber die Realität ist leider dann, dass diese Leute einfach Deutschland verlassen, nach Tschechien und nach Polen abwandern, ihre Arbeitsplätze dorthin verlagern und dann haben wir in Deutschland wieder 100.000 mehr Arbeitslose, über die sich die Arbeitsamtmitarbeiter freuen, die diese vorteilbringenden Irrtümer gestreut haben überall, sodass die Politik Fehlentscheidungen getroffen hat und am Ende haben wir mehr Arbeitslose und die einzigen, die davon profitieren, sind die Arbeitsamtmitarbeiter und wir alle anderen bluten dafür. Ja, das nochmal als ein Beispiel eines typischen vorteilbringenden Irrtums im Kapitalismus. Wechsel. Ja, wenn keiner was sagen will, dann erzähle ich mal weiter. Okay. Zu den Wechsel Tauschen 6, und Täuschen, ja? Beziehungsweise Wechsel 6. Ja. Zu dem Tauschen und Täuschen und vorteilbringenden Irrtum zählt auch noch die Korruption. Die Ursache von Korruption ist immer ein Energiemangel. Das heißt also, wenn ich Wasser koche, dann korrumpiert es zu Wasserdampf. Und Wasserdampf findet immer da statt, wo es kälter ist. Das heißt also, die Kälte, der Energiemangel von der Wärme bewirkt letztendlich auch die Korruption zu Wasserdampf. Genauso ist es auch, wenn wir Tag und Nacht haben. Die energetischen Wandlungsprozesse, die Leben aufbauen oder Leben regenerieren, finden immer im Jetzt statt. Wechselwunsch? Ja. Nee, du kannst noch 20 Sekunden noch abrunden, wie du. Achso, ich dachte, du wolltest das dazu sagen, jetzt, weil du Wechselwunsch gesagt hast. Wechselwunsch bedeutet, du kannst dann sofort sagen Wechsel oder du kannst deine 20 Sekunden noch nutzen. Ja, also wie gesagt, energetische Wandlungsprozesse finden nur im Jetzt statt und die können nur Leben regenerieren oder Leben kreieren. Energetische Fiktionen, die hinzukommen in diesen Wandlungsprozess, sind die Effekte, die letztendlich oder der Energiemangel, die Leben minimieren. Ende. So, das Schlusswort. Ja, das wollte ich doch sagen. Wechsel 4. Ja, da will ich auch gerade nochmal deutlich machen, wieso die Naturwissenschaft das mit der Korruption definieren würde, um die Unterschiede deutlich zu machen, auch für die Zuschauer. Für uns ist quasi so, dass Korruption quasi so etwas ist, wie wo der Politiker zum Beispiel wirklich glaubt, also den vorteilbringenden Irrtum in seinem Kopf für Wahrheit hält, nämlich dass die Wirtschaft eine wichtige Informationsquelle für seine politischen Entscheidungen sei.
Ja, dieser zentrale Irrtum alles korruptionsartigen Geschehens führt dazu, dass der Politiker sich stundenlang beraten lässt von irgendwelchen Lobbyisten der Wirtschaft oder gar von den Konzernvertretern selber und danach dann seine politische Entscheidung fällt und sich dabei gar nicht bewusst ist, dass das dann natürlich korruptionsartig ist, weil der Wirtschaftsvertreter und der Lobbyist ihm natürlich nur die vorteilbringenden Irrtümer der jeweiligen Wirtschaftssparte erzählen, aber niemals die Wahrheit über das, was da geschieht. Und deswegen ist dann der Lauterbach zum Beispiel der ideale, ein idealer Freund der Pharmakonzerne, weil er in seinem Studium die ganzen vorteilbringenden Irrtümer seiner Sparte, die also pharmafreundlich sind, absolut aufgesogen hat wie ein Schwamm und diese für Wahrheit hält. Und dadurch ist er als Gesundheitsminister natürlich für die Pharmakonzerne ein williger Ansprechpartner, weil er ja wirklich glaubt, dass diese Pharmakonzerne ihm wichtige Informationen liefern würden. Aber die Naturwissenschaft sagt, nein, das sind die Pharmakonzerne liefern ihm wiederum nur weiterentwickelte, vorteilbringende Irrtümer, die das Milliardengeschäft mit der Krankheit der Bevölkerung weiterhin ankurbeln. Und das ist der entscheidende Dreh bei all diesen Dingen. Und so sehen wir Naturwissenschaftler also die Korruption. Wechsel. Alle haben noch Konto, meines Wissens. Ne? Ja, die ja. Information. Die Information. Wechsel 6, ja. Die Information, die der Politiker hat oder mit der Firma, mit der Wirtschaft hat, sind ja auch energetische Differenzen. Und der Mangel an der Differenz oder beziehungsweise der Professor Franz Hörmann, der sagt ja auch immer, Geld ist immer ein Pokerspiel. Entweder ich mache ein Face-Gesicht, dass ich also geheim halte, Informationen geheim halte, für mich behalte, oder ich spiele falsch oder ich muss lügen, um einen Vorteil zu erzwingen oder zu bekommen in diesem Spiel, in diesem Pokerspiel. Und das ist es letztendlich. Wir betreiben mit Wirtschaft immer ein Pokerspiel. Und dieses Pokerspiel ist außerhalb der natürlichen Prozesse. Und diese natürlichen Prozesse sind normal, energetisch, in Harmonie, immer aufbauend und lebensaufbauend beziehungsweise regenerierend. Wenn ich aber diese Harmonie störe durch ein Pokerspiel oder durch Geheimhaltung oder durch Energiemangel oder durch Informationsmangel, dann betreibe ich Korruption. Danke. Ich gebe ab. Ja, Wechsel ist das neue Wort. Wechsel. Einfach Wechsel sagen, dann ist erledigt. Ja. Alle haben noch Konto. Ja, Wechsel 2 kann ich dann noch mal sagen. Also ich kann das, was da über die vorteilbringenden Irrtümer, über die Korruptionseinflüsse aus der Wirtschaft mit den Lobbymanipulationen, kann das alles in der Logik letztlich zusammenfassen, dass sobald die Menschen irgendwelche Splitterinteressen verfolgen, ohne es noch in den Gesamtsinn einzuordnen, richtet es Schaden an, sind es vorteilbringende Irrtümer, ist es Korruption. Für uns Menschen ist, wie ich schon erklärte, die einzige Chance, dass man nicht sich in Splitterinteressen verfranst, dass man überhaupt die Augen öffnet für diesen Sinn im Ganzen, weil sonst kann man das nicht richtig zuordnen, kann man nicht eben jedem einzelnen Element seinen passenden Platz und sein passendes Maß im Ganzen zuerkennen. Und in der Tat sind alle Motive, auch die vielleicht bei den Bonobos so toll wirkende Sexualität, ich finde das auch faszinierend, wie glücklich das diese Äffchen da macht und wie versöhnend das wirkt und dass die Frauen da als Versöhnerinnen auch eine besondere Rolle beispielen. Also sehr faszinierend. Bei uns Menschen funktioniert das nicht mehr einfach so, sondern wir müssen unser Denken dazu nehmen. Dieses Denken, was uns erlaubt, unsere Motive entarten zu lassen und was uns aber auch erlaubt, es in die höchste Sinn- und Verantwortungslogik einzuordnen. Und zu Henning, also ich versuche ja jetzt auch, wenn ich da sowas sage, da die
Verbundenheit, also die positiven, verbindbaren Inhalte anzusprechen. Natürlich ist es so, dass ein Mensch, der da jetzt schaut, ich möchte so vernünftig wie möglich nachdenken, wie ist die Wirklichkeit und der Sinn der Wirklichkeit und wie kann ich da alles gut zusammenordnen in dieses große Puzzle oder Lebensgewebe der Welt. Man kann sagen, dieser Mensch versucht ja auch die Wirklichkeit zu erkennen, die lebendige Wirklichkeit, das, was wirklich auch eben die Energie der Wirklichkeit hat. Denn wenn ich mir irgendwas ausdenke und es ist nicht wirklich, dann trifft es ja nicht zu. Ich werde abprallen an der realen Wirklichkeit und auch ihren Energien. Also wenn ich hingehe und vernünftig nachdenke, wie ist die Welt, dann kann ich auch hoffen, dass das, was ich rausbekomme, zur Welt passt und sozusagen sich einordnet in den großen Strom, den großen Flow der Gesamtenergie, die da wirkt. Insofern kann ich das nachvollziehen, wenngleich mir sind eben diese Erklärungsansätze, da habe ich ja oft mit dem Henning schon drüber geredet, es liegt an Energiemangel, das kann eben alles sein, aber mich interessiert vor allem nicht, wie die Sterne oder äußere Energievorgänge uns beeinflussen, sondern wie können wir das unsere jeweils tun, also schauen, was ist wichtig, ja, dankeschön. Also wie kann ich bei mir anfangen und schauen, was ist eben so aufs Ganze gesehen vernünftig und richtig, verantwortlich, moralisch und das zu tun. Kommt die positive Energieentwicklung dazu? Schön. Wenn nicht, müsste ich es auch ohne tun. Und deshalb ist das so der entscheidende Leitmaßstab. Gucken, was finde ich aufs Ganze vernünftig und richtig und es tun. Ja, Wechsel 6. Die haben noch Konto. Wechsel 6. Wenn ich von Energien rede, dann rede ich nicht von dem Stand der Sterne, sondern von den wirklichen Energien, die auf einen einwirken, sowie die Energie, die ich selber von mir ausstrahle. Und die Energie, die ich ausstrahle, das sind letztendlich das, was ich in Gedanken denke oder beziehungsweise in Worte fasse oder auch tue. Das ist Energie, das ist Handeln. Und letztendlich sind wir aber immer in Wechselwirkung mit unserem Bewusstsein. Das heißt also, alles Licht, was auf uns einströmt, was vom Firmament kommt, ist letztendlich auch Bewusstsein und hat auch einen Einfluss auf uns. Wie groß der Einfluss, in welchen Formen ist und wiefern ich etwas beeinflussen kann, liegt immer in dem Moment des Jetzt, was ist. Und im Jetzt ist alles, was ist. Und alle Gedankenkonstrukte außerhalb des Jetztes sind nur Gedankenkonstrukte ohne energetischen Halt. Und in der Wirklichkeit, im Jetzt, in der Wahrnehmung, in der Sinneswahrnehmung von dem, was passiert, entsteht ja sowohl die Wirklichkeit, die sich ständig verändert, aber auch die Wahrheit, das Bild einer Wahrheit. Aber je weiter das Bild der Wahrheit von dem Jetzt sich entfernt, desto mehr wird die Wahrheit auch zu einer Lüge. Und irgendwann ist die Lüge auch nicht mehr der Bestand. Und das ist das, was wir momentan erleben. Dass alles, was wir wahrgehalten haben, sich als Lüge entpuppt und sich dementsprechend auch die Strukturen der Lügen kaputt gehen, korrumpieren. Ja, danke, bitte. Tschüss. Wechsel 4. Na, ja. Wechsel 4 also. Ja, noch einmal abschließend auch zu diesem Thema Sexualität, weil da werden sich Schenkerbewegung und Naturwissenschaft nie einig, denn für uns Naturwissenschaftler ist quasi die GWÖ-GWÖ-Kombination als Wirtschaftssystem nur ein Mittel, das über die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft wieder zurückführt zum Savannen Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehe, wo da dann sozusagen über die Natur der vielfältigen Sexualität sozusagen, über diese Natürlichkeit, die Menschen wieder vollständig in der Wahrheit ausschließlich Gutes tun. Wechsel, also Ende. Ja, ja, Yannick hat noch Konto, wie ich sehe. Yannick ist der Einzige, der noch Konto hat. Du weißt ja, Yannick, du kannst ja auch
an jemanden, du kannst an Öffi noch ein bisschen Zeit geben oder du kannst in die nächste Runde geben, wie auch immer. Das ist ja alles möglich. Ja, Wechsel 5. Ja, zu der Sexualität, das hatten wir vorhin schon gesagt, kann es halt nur funktionieren, wenn die halt in den gesamten Sinnzusammenhang rein integriert wird und nicht ohne diesen Sinnzusammenhang praktiziert wird, weil sie dann eben auch schädlich oder pervers werden kann, wenn sie eher Augenblicksinteressen befriedigt, aber keine nachhaltige, verantwortliche, nicht nachhaltig und verantwortlich ist. Das ist das nochmal zu dem Thema. Ja, und dann würde ich auch schon in die nächste Runde übergeben. So, Moment, jetzt muss ich wieder alles vorbereiten für die nächste Runde. Und so, ja, alles bereit für die nächste Runde. Das wäre dann die letzte Runde für heute, ja. Also alle sollten vielleicht auch noch ihr Schlusswort mit integrieren jetzt in diese nächste Runde. Wechsel 4. Ich beginne aber noch, bevor ich das Schlusswort sage, mein Schlusswort noch sage, indem ich zum Beispiel nochmal andere vorteilbringende Irrtümer deutlich mache. Für uns sind ja auch die Sparte innere Sicherheit, ist ja auch eine an dem Niedergang unserer Gesellschaft im Kapitalismus profitieren. Wir sehen das ja als Naturwissenschaftler so, das war ja übrigens auch die große Entdeckung des sogenannt weltweit wichtigsten Denkers in seinem inspirierendsten wissenschaftlichen Buch aller Zeiten, Professor Richard Dawkins im egoistischen Gen, dass er also erkannt hat, dass die Rechtsanwälte vorteilbringende Irrtümer, also parasitäre Meme, im Kopf drin haben, die sie dazu anstiften, dass sie letztendlich Scheidungen, die friedlich gewollt werden von den Partnern sozusagen, in Krieg umwandeln, der am Ende für die Partner unendlich teuer ist und für die Anwälte unheimlich profitabel ist, weil sie eben bestimmte Irrtümer glauben, die dann dazu führen, dass sie regelrecht einen Krieg vom Zaun brechen, auch wenn das die Eheleute gar nicht wollen. Ne? Und diese große Entdeckung, da hat dann Dawkins als erster circa 1980 dann geschrieben, auf diesen legendären 3 Seiten, dass wir da einfach neue Anreize brauchen, dass wir eben es nicht mehr zulassen dürfen, dass Anwälte durch die Schädigung ihrer Kunden mehr Geld verdienen können. Genauso sehen wir das heute bei Richtern, die also quasi mittlerweile so recht sprechen, dass sie Verbrecher eher ermutigen, statt sie zu entmutigen. Genauso gibt es in der Polizei lauter Philosophien und Vorstellungen vom Umgehen mit Verbrechern, die eher die Verbrecher ermutigen und Täterschutz vor Opferschutz praktizieren sozusagen. Und die Gefängniswärter haben auch ein Interesse daran, also auch dort haben sich Irrtümer gebildet, die dazu geführt haben, dass die Gefangenen eher wie Hotelgäste behandelt werden, aber nicht wie zu Bestrafende. Und das führt dann dazu, dass die Gefängnisse immer wieder gut besucht sind und die Gefängniswärter wunderbare Karrieren machen können in einer ständig wachsenden Gefängnisbürokratie in Deutschland. Aber wir Bürger werden immer häufiger Opfer von Straftaten, weil es diese ganze Sparte innere Sicherheit, jeder Teil davon, gutes Geld verdient, je mehr Kriminelle es gibt in Deutschland. Ja, so viel erstmal zu diesem, nochmal was zu dem, wie vorteilbringende Irrtümer aus naturwissenschaftlicher Sicht aussehen. Wechsel. Wechsel 6. Ja. Geschäftsmodell Gefängnis. Gefängnis ist ein Geschäftsmodell der ersten Firma Staat. Und wie gesagt, die Geschäfte sind, oder durch Registrierung ist die Firma entstanden oder die erste Firma Staat entstanden. Und der Staat hat also weitere Firmen gegründet und die Firmen unter sich, das heißt, es sind alles in sich Geschäfte, in dem Ausschluss
des Menschen, wo also die Person an den Menschen gegeben worden ist, was allerdings nur der Name der Firma ist. Und mit der Person und über die Person werden dann halt die Geschäftsmodelle geführt, beziehungsweise auch das Gefängnis. Wenn der Öffi jetzt einen Kanzlersturm macht und seine Personalien dort feststellt, dann wird festgestellt, dass also der registrierte Öff, also die Firma A mit der Firma B ein Verhältnis oder eine Schädigung gemacht hat, und dann wird das vor Gericht verhandelt und dann entscheidet der Richter, welche Firma A oder B jetzt ins Gefängnis kommt, damit der Gefängniswärter natürlich auch wieder Geld bekommt. Und unabhängig, ob der Öff jetzt was als Firma dazu sagt, weil er ist ja keine Firma, er ist ja nur die Person, die er fremd benutzt oder missbraucht letztendlich sogar, weil es ist nicht sein Name, sondern der Name ist von der Firma dir gegeben worden und in Form von Ausweis oder Dokument. Und der Richter wird dann letztendlich irgendjemanden verhaften, damit irgendwelches Geld von irgendeinem Kollateralkonto fließen kann. Weil der Öff, wenn er arbeiten geht, ja auch Steuern bezahlt, um dieses ganze Finanzsystem der Firmen aufrechtzuerhalten. Und seit 1.10. ist dieses Finanzsystem oder Firmensystem zusammengebrochen mit dem Tod der Queen. Weil die goldene Bulle, die bis dahin 666 Jahre Bestand hatte, beendet worden ist. Und zwar verwaltungsrechtlich beendet worden ist. Und das kann jeder nachlesen bei mir auf der Homepage der Akademie. Und gebe erstmal ab. Danke. Wechsel 4, ja. Ich will auch schon mal so ein bisschen unser Resümee, das blende ich jetzt auch ein für unsere Fernsehzuschauer, die ihr könnt es leider nicht sehen, weil ich jetzt hier nichts kein Teilungssystem habe. Da steht dann jetzt unter der Überschrift Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, GWÖ, GWO-Kombi und die weltberühmten Professoren Albert Einstein und Stephen Hawking und die hoffnungslos verlorene Menschheit. Das ist ja auch meine Bilanz, auch für heute wieder, 4-Jahres-Bilanz. Wissen ist Ohnmacht. Wahrheit ist das meistgehasste Gut in der Menschheitsepoche des Irrtums. Gegen die kontinuierlich weiter abnehmende durchschnittliche Intelligenz der Menschheit, Hirnvolumenschrumpfung von 0,2 Litern, Ausführungszeichen, in den letzten Jahrzehntausenden, sind auch wir zusammen mit allen fertiggestellten Lösungen für alles, also besonders mit der GWÖ-GWO-Kombi, völlig machtlos. Wir können niemandem seinen Bildungsmangel, seine Pseudowissenschaftlichkeit, seinen Intelligenzmangel vorwerfen. Niemand hat Schuld. Wir alle sind einfach nur machtlos. Das ist also auch ja mein Resümee. So viel auch insgesamt, ja, Wechsel. Ich glaube, alle haben noch Konto. Ja, Wechsel 5. Ja, also mein Resümee ist, wir sind nicht machtlos, weil ich immer wieder Erlebnisse habe und sich bei mir generell die Entwicklung so zu entwickeln scheint, dass ich da kleine Fortschritte sehe, sowohl in meinem eigenen Weiterkommen mit den wichtigsten Dingen, wie auch in meinem Umfeld. Genau, so sehe ich das. Und ich bedanke mich fürs Gespräch heute Abend und wünsche uns allen auch einen schönen Restabend noch und eine gute Nacht und gebe weiter. Ja, Wechsel 2. Ja, auch von mir. Ich danke für das Gespräch. Also mit den goldenen Bullen oder was der Henning da an Hintergrundinformationen so gibt, da kenne ich mich gar nicht mit aus. Ich halte das auch nicht für so wichtig, um direkt, also man kann ja direkt hingehen, einfach gucken,
was ist eben das richtige Handeln so für Verantwortung und Liebe, kann das einfach tun. Also ich würde mich da nicht von abhängig sehen, ob irgendwelche hintergründigen Politstrukturen da irgendwie mal da waren oder jetzt noch wirken, weil das ist eh alles dann nicht etwas, was ich verstanden und bejaht habe. Und dementsprechend sehe ich nicht, dass das für mich eine berechtigte Verbindlichkeit beanspruchen könnte. Ich stehe staunend bei dem, was der Dylan gesagt hat davor, dass die Naturwissenschaft das, wie er sagt, nicht so nachvollziehen könnte. Wenn Yannick und ich sagen, Sexualität als Einzelmotiv kann auch für den Menschen missbrauchbar sein, also beim Tier vielleicht eben nicht, es hat nicht diese Art von in Anführungszeichen freiem Willen, kann missbrauchbar sein und deshalb muss das durch vernünftige Einordnung in so einen großen Sinn- und Verantwortungsrahmen gesichert werden. Also ich glaube eigentlich, dass die Naturwissenschaft auch imstande ist, diesen Sachverhalt so zu erkennen. Aber unabhängig von alledem, also ich sage ja oft in unseren Sendungen hier, dass ich glaube, bei allen unterschiedlichen Meinungen ist es immer gut zu gucken, wo haben wir so viel Einigkeitsschnittmenge, dass wir ja an einem Strang ziehen können, also konstruktiv miteinander zusammenwirken können. Und das ist eben auf jeden Fall ja die Einstellung, dass der Mensch möglichst unschädlich, möglichst verantwortlich, auch ja insgesamt verantwortlich handeln kann und dass Liebe und Schenken unter Menschen dann da die Verhaltensweise ist, die da am besten zu passt. Also da kann man eben alle Meinungsverschiedenheiten aus meiner Sicht dann auch ja daneben stellen und kann sehen, aus dieser Übereinstimmungsschnittmenge kann man konstruktive Kooperation ableiten, wo es geht. Ja, Wechsel. Wechsel 4. Ja, eben, das gibt mir nochmal die Gelegenheit, diesen Unterschied deutlich zu machen. Ja? Bei den Bonobos ist es so, dass es zu Störungen im Sozialverhalten fast immer nur kommt, wenn zu wenig Sex praktiziert wird, nicht wenn zu viel praktiziert wird. Also bei den Bonobos gibt es im Prinzip kein zu viel Sexualität. Natürlich gibt es bei uns Menschen alle möglichen Verrücktheiten und auch Perversionen und so weiter. Aber ich rede ja, wie gesagt, von der Wiederherstellung des Naturzustandes. Und in diesem Naturzustand dieses Savannen, Bonobo, Schenker kommunistischen Gruppen, Ehe-Daseins, da gibt es keine perverse Sexualität, sondern nur die Sexualität stellt den Kid dar, der das ideale Sozialverhalten erzeugt. Und die Schenker-Bewegung versucht halt, das ideale Sozialverhalten zu erzeugen über letztendlich das geistige Durchdringen des Sinnvollen und Richtigen. Und wir sagen halt, naja, leider scheint das nicht bei Millionen von Menschen zu funktionieren. Aber allerdings schaffen wir es ja auch nicht, die GWÖ-GWO-Kombi durchzukriegen. Wechsel. Ja, Wechsel 2 nochmal. Ja. Dann können wir uns da ja auf jeden Fall vernünftig, verantwortungsstrebend, liebevoll die Hände reichen und können von dem, was scheinbar so schwierig oder vielleicht auch aussichtslos sein mag, das Beste draus machen. Und keiner kann ja übersehen, dass es zumindest kleine Erfolge tatsächlich geben kann. Also ich lebe so und bin glücklich dabei. Leute wie Yannick haben sehr weitgehend auch diesen Weg so eingeschlagen. Da scheint was dran zu sein. Scheint was dran zu sein, dass das doch ein erfülltes, glückliches Leben sein könnte. Verantwortlich und erfüllt und glücklich. Ja, alle anderen haben noch Konto, außer Öffi. Ja, dann sage ich noch mal was dazu. Die innere Freude, das innere Glücklichsein, die innere Zufriedenheit ist letztendlich das, was ich nach außen trage. Und was ich nach außen trage, das kommt auch in Resonanz wieder zu mir zurück. Und wenn ich darauf achte als
erster Bürger oder Diener des Staates zu sein für mich selber oder vor mir selber und meinen Mitmenschen in dem wirklichen Leben und nicht irgendeiner Fiktion, dann findet auch das Leben im Hier und Jetzt in der Wirklichkeit auch statt. Und zwar in der Freude, die ich auch selber empfinde und rausstrahle. Und das ist das, was auch wieder auf die Erde kommt. Und das ist das, wo der kosmische Tag wieder anfängt. Und wie es auch jeden Morgen ist, wenn die Sonne scheint, dass wir also mit einem fröhlichen Lachen aufstehen. Es sei denn, wir sind so in Bedingungen verstrickt, dass wir keine Freude mehr haben. Aber dann liegt es an jedem selber, seine Bedingungen zu lösen. Und es wird keiner kommen, der einen die Bedingungen abnimmt. Das muss jeder selber für sich selber tun. Und wer seine Bedingungen auflöst, der ist in der Freude, der kommt in die Freude. Und das möchte ich so zum Abschluss und als Dankeschön mit auf den Weg geben. Danke. Gebe ab und weiter. Ja, dann sage ich nochmal Wechsel 4. Wechsel 4, ja, also abschließend nochmal zu sagen, mir wäre es ja recht, wenn alle 8,3 Milliarden Menschen dieser Erde per Geisteskraft und per Sinnverständnis das Gute täten. Aber ich sehe leider das Gegenteil auf dieser Erde, eine Hölle an höllischen Taten, wo die Leute alle ihre vorteilbringenden Irrtümer nicht durchschauen, sondern sie ausagieren zum Schaden aller anderen. Aber wir kriegen auch die GWÖ-GWO-Kombi, die das also massenhaft angreifen könnte, ja auch nicht durch. Aber insofern sage ich, ja, wir haben eben keine Hoffnung im Moment mehr. Ende. Jannik hat noch ein bisschen Konto. Ja, und ich habe eigentlich auch alles soweit gesagt. Gut, dann haben wir es für heute, ja? Dann können wir uns jetzt alle nur noch mal winken und verabschieden und winke, winke, winke. Winke, winke, winke. Winke. Tschüssi. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.